dann haben wir heute mal ein Outro anstatt ein Intro. Weil wir sind der Rest der Matschmaschinen hier. Wir sind uns eigentlich noch ein Lied einfallen lassen. Ja, wir sind das, was vom Rest übrig blieb. Denn Henning, der ja beim letzten Mal leider nicht dabei war, den seht ihr hier. Und wir hoffen, dass es diesmal klappt. Noch bist du fit? Der Fuß ist noch heile. Der Fuß ist noch heile, aber was nicht ist, kann ja noch kommen. Dann haben wir die sagenumwobene neu für euch Yvonne. Unser Hoffnungsträger. Ich muss die beiden mitziehen. Ja, Yvonne ist die Leistungsmaschine. Der Carry. Ja, die, wie sagt man, Leistungsträger. Das Zugpferd. Das Zugpferd, die Zugmaschine. Die Zugmaschine. Während ich eher so, da bin ich, die Dampfmaschine. Nein. Wir reden hier eine so eine Scheiße. Wir reden jetzt mal über das. Jetzt machen wir mal Werbung. Müssen wir oben einblenden. Über das Easy Climb in Essen. Dann sollte ich sicher sein. Und der Weg soll hier an den Dingen hochgehen. Ist das grün oder orange? Ja. Hast du gesehen, dass ich da oben einmal abgerutscht bin und mich gefangen habe? Aber das war mörderanstrengend. Ich habe das irgendwie da oben nicht mehr geschafft, weil meine Schuhe rutschen auch. Aber der Henning, der rockt die Bude. Hä? Nee, du bist jetzt bei 8,50.
schon weiter. Wir sind Spiedermann. Let's go! Yes! Hier, weil das alles so komisch ist hier. Sehr cool. Aber ich finde die herausfordernd, also über diese Klippen immer so darüber. Naja, einfach sieht anders aus, ne? Guck mal, wie soll ich mich festhalten, so? Mit den Zähnen, glaube ich, macht man das. Und hier fehlt bestimmt wieder einer? Nein, da muss ein bisschen muss auch was tun, hör mal. Ja, aber guck mal hier, so. Da, guck. Das sind so tolle Dinger. Jetzt bist du bei 4 Meter. Wenn du mal überlegst, ja, das schaffst du noch, Yvonne. Boah, wie geil. Richtig geil. Boah, bis oben hin, das schaffst du noch. Das schaffst du noch, gib alles. Nee. Sehr cool. Sehr cool. Oh je, jetzt geht's runter. Achtung. Puh. Wir waren ja im Vorfeld immer bouldern. Wir bereiten uns so auf den nächsten Obstacle Course in Wezel von Mudmasters vor. Und nutzen sowas hier halt auch so ein bisschen zum Training. Henning, heute das erste Mal, wie findest du das? Sehr schön, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Anders eine als, gesunde Abwechslung. Eine gesunde Abwechslung und anders als Bouldern. Bouldern macht nach wie vor weiterhin Spaß. Aber uns hat letzte Mal, als wir Bouldern waren, diese Abseilungsdinger gefehlt, ne? Ja. Das weiß also ich fand Bouldern schwieriger, beziehungsweise halt, man hat Angst, ne, dahin zu fallen. Aber hier ist das dann halt nicht so, ne? Genauso geht mir das auch.
wenn ich da in 4 Meter Höhe hänge. Ich habe da unheimlich Respekt vor und auch Angst. Jetzt kann sich nicht mal halten, fällt es runter. Oder man muss auch immer wieder mit einrechnen, man muss wieder runterklettern, wenn man nicht aus 4 Metern springen will. Und ich habe da Schiss. Einmal falsch aufgekommen, war es das mit Masters dieses Jahr wieder gewesen. Infolgedessen ist das hier völlig entspannt, hat Riesenspaß gemacht, können wir auch nur empfehlen. Und in diesem Sinne bleiben wir weiter am Ball und wir treffen uns, hat irgendeiner das Datum im Kopf? 17.09. 17.09. bei den Masters in Weeze. Ich kann bis heute sagen, ich bin sowas von nicht in Form. Das bleibt noch eine Menge zu tun. Dieses Jahr ist alles ein bisschen verwurzelt. In diesem Sinne, Leute, macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und hoffentlich dann auch wieder mit dem Jörg, der fehlt. Adieu. Ciao.